Ja, liebe Kinder, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr erinnert euch, an Palmsonntag haben die Menschen Jesus zugejubelt und ihn wie einen König empfangen. Leider hat das nicht sehr lange angehalten. Es hat sich bald geändert. Mit Gründonnerstag beginnt nämlich der schwere Weg von Jesus. Und dann jubelten sie ihm nicht mehr zu. Im Gegenteil, sie riefen: ans Kreuz mit ihm, kreuzige ihn. Doch zuerst feiert Jesus mit seinen Freunden noch ein festliches Mahl zum Pascha-Fest der Juden. Es wird sein letztes Abendmahl. Jesus teilt mit seinen Freunden Brot und Wein und er gibt den beiden Gaben eine ganz besondere Bedeutung. Wir wollen unseren Gottesdienst nun beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir zünden auch noch die Kerze in unserer Mitte an. Sie erinnert uns an Jesus. Er ist mitten unter uns, wenn wir Gottesdienst feiern. Wir wollen beten. Guter Gott, heute denken wir an das letzte Abendmahl deines Sohnes Jesus mit seinen Freunden. Wir wollen versuchen zu verstehen, was Jesus seinen Freunden an diesem Abend sagte und was er für sie getan hat. Wir wollen uns mit Augen, Ohren und unserem Herzen auf die Suche machen. Wir wollen versuchen zu verstehen, was Jesus uns damit für einen Auftrag gibt. Hilf du uns dabei. Danke, guter Gott. Amen. Ja, bevor wir von Jesus hören, wollen wir darüber nachdenken, was alles nötig ist, damit wir ein Brot backen können. Denn darum geht's auch heute, um das Brot. Ich habe hier ein ganz winzig kleines Samenkorn, ein Weizenkorn. Es ist hart und ja, wirklich nur ganz klein. Das Weizenkorn, es muss in die Erde hinein. Dort ist es still und dunkel. Damit in dieser dunklen Erde etwas wachsen kann, da braucht es, das werdet ihr sicher wissen, da braucht es Wasser, aber auch die wärmenden Strahlen der Sonne. Jetzt kann etwas wachsen. Zuerst sieht man das noch gar nicht. Das geschieht in der dunklen Erde. Doch dann kommt ein kleiner Trieb hervor ans Licht. Und der wird mit der Zeit immer größer, immer höher. Er wird eigentlich erst grün, aber wenn er reif ist, dann sind es solche Ähren, die wir jetzt hier ablegen. Und die Ähren, die haben wieder ganz viele kleine Weizenkörner. Damit man daraus Brot backen kann, muss man diese Weizenkörner noch mahlen. Das geht heute ganz schnell bei uns. Wir haben große Mühlen und Maschinen, da geht das automatisch. Aber damals, zur Zeit Jesu, da mussten die Menschen das Mehl ganz mühsam
zwischen zwei Steinen malen. Das war sehr anstrengend und hat auch viel Zeit gebraucht, bis so viel Mehl da war, dass man daraus auch ein Brot backen konnte. Wenn ihr wollt, könnt ihr das ja mal probieren. Nehmt zwei große Steine und versucht einmal Weizenkörner damit zu zermahlen. Ihr werdet merken, dass es nicht ganz so einfach ist. Aber es macht bestimmt auch viel Spaß. Ja, nun wollen wir hören, was damals geschehen ist. Jesus feierte mit seinen Freunden das Pascha-Fest. Beim Festessen nahm Jesus das Brot. Zuerst betete Jesus. Jesus dankte Gott für das Brot. Dann brach Jesus das Brot in mehrere Stücke und gab das Brot den Freunden. Er sagte: Nehmt und esst alle von dem Brot. Das ist mein Leib. Das bin ich selber. Das ist das Brot des Lebens. Ich selber bin das Brot des Lebens. Dann nahm Jesus den Becher mit Wein. Jesus betete noch einmal. Er dankte Gott für den Wein. Jesus gab den Wein den Freunden. Die Freunde tranken alle aus dem Weinbecher. Jesus sagte: Wenn ihr den Wein trinkt, denkt daran, das ist mein Blut. Mein Blut wird für die vielen Menschen vergossen, weil ich die Menschen lieb habe. Jesus gab seinen Jüngern noch einen Auftrag. Tut dies immer wieder und denkt an mich, dann bin ich ganz nah bei euch. Die Freunde von Jesus haben diesen Auftrag ausgeführt und wir tun es bis heute, wenn wir miteinander in der heiligen Eucharistie das Brot miteinander teilen. Ja, und ihr, liebe Kommunionkinder, ihr dürft bald auch die heilige Eucharistie mitfeiern, so wie die Großen. Und dann dürft ihr Jesus im Brot des Lebens empfangen. Das wird auch ein ganz besonderes Fest werden. Wir wollen nun miteinander beten, so wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen zum Abschluss noch einmal beten. Lieber Jesus, bei deinem letzten Abendmahl mit deinen Freunden hast du ihnen und auch uns den Auftrag gegeben, dieses Mahl immer wieder zu feiern und dabei an deinen Tod und deine Auferstehung zu denken. Wir danken dir, dass du uns im Brot des Lebens immer ganz nah sein willst. Amen. Ja, und jetzt kommt noch etwas ganz anderes, beziehungsweise es ist etwas Besonderes heute. Normalerweise endet der Gottesdienst immer mit einem Kreuzzeichen.
Aber heute ist das nicht so, weil wir morgen an Karfreitag diesen Gottesdienst weiter feiern. Und dann beginnen wir auch nicht mit dem Kreuzzeichen, sondern wir feiern einfach weiter. Nach seinem Mahl mit den Freunden ist Jesus hinausgegangen in einen Garten am Ölberg. Dort hat Jesus gebetet. Und was dann weiter geschah, davon hören wir dann an Karfreitag.